Einen schönen guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Christoph Leichtweiß und ich darf Sie sehr herzlich zum ersten Kapitalmarktdialog in diesem Jahr begrüßen. Als wir diesen Termin festgelegt haben im, ich glaube, November, Dezember 2017, war uns auch nicht klar, dass es derart viele interessante und spannende Bewegungen geben wird. Ich denke, Sie haben alle die Schlagzeilen in den Medien verfolgen können. US-Aktienmarkt minus 6%, noch nie ein so hoher Punkteverlust. Im Dow Jones kommt nun der große Crash, wird nun das, was die Notenbanken durch ihre Politik des billigen Geldes aufgepumpt haben, hier zum Platzen gebracht und. Der ein oder andere Krisenexperte poppt nun wie Kai aus der Kiste. Nun ja, die Entertainment-Branche im Finanzbereich, die lebt und wir wollen Ihnen dahingehend einen Hintergrundblick geben zu dem, was da an den Märkten wirklich passiert, ob das alles fundamental begründet ist, was Sie ja momentan beobachten und welche Schlüsse wir hier natürlich auch aus der Anlegerperspektive ziehen können. Sie werden alle im Nachgang die Konserve natürlich in gewohnter Art und Weise erhalten. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Diese Fragen werden wir sammeln und am Ende des Webinars, nachdem die Aufzeichnung beendet ist, werde ich alle Fragen einzeln abarbeiten, sodass wir wirklich auf Ihre konkreten Punkte hier eingehen können. Wir steigen direkt ein in das Jahr 2017 und wenn man so die Schlagzeilen sich anschaut, dann könnte man denken, es war doch ein ganz tolles Anlagejahr, weil wir haben viele Vermögensklassen gesehen mit einer sehr positiven Wertentwicklung, zweistellige Vermögenszuwächse, die Stimmung der Anleger war durchaus sehr positiv, zumindest dann, wenn sie zum Beispiel in Aktien investiert waren, wenn sie in Immobilien investiert haben. Also ein Thema, was wir in Deutschland leider viel zu wenig haben. Die Deutschen sind leider Gottes mit mehr als 80% ihres privaten Geldvermögens in zinsorientierte Kapitalanlagen investiert. Seien es Sparbücher, Festgelder, Konten oder auch die klassische deutsche Lebensversicherung. Dort überall sind wir sehr, sehr stark in zinsorientierten Anlagen investiert. Zinsen gibt es keine und dementsprechend der durchschnittliche deutsche Haushalt, der wird im Jahr 2017 keine große Vermögensmehrung erfahren haben. Das, was zur Steigerung des privaten Geldvermögens führt, sind leider nicht die Renditen, sondern das Sparverhalten der heimischen Anleger. Aber wir sind ja heute im Kapitalmarktdialog und nicht im Sparbuchdialog und dementsprechend schauen wir mal auf die Kapitalmärkte. Was Sie hier sehen, schön bunt. Sie wissen ja, Analysten mögen immer viele bunte Grafiken und Charts auf einem Bild. Das wirkt kompetent, sorgt aber natürlich nicht für Transparenz. Was ich Ihnen primär zeigen wollte mit dieser Übersicht, ist, dass Sie hier sehr, sehr viele verschiedene Vermögensklassen haben. Also in grün dargestellt Aktien von Schwellenländern, dann Aktien aus dem asiatisch-pazifischen Raum. Sie sehen es, Wertsteigerung von jenseits der 40%, also eine sehr, sehr positive Entwicklung, die wir hier insgesamt sehen. Wir sehen aber auch globale Aktien, europäische Aktien, ja, haben sich sehr positiv entwickelt. Europäische Aktien fast 14% im Plus für das Kalenderjahr. Und nun ja, lediglich eine Vermögensklasse, die sehen Sie hier mit einem Minus von 0,75%. Das sind eben globale Staatsanleihen. Hier mit Währungssicherung, die haben eben einen kleinen Verlust verbucht. Aber alle anderen Vermögensklassen, die Sie hier sehen, auch der globale Anleihemarkt, der eben auch noch Unternehmensanleihen und besicherte Kredite enthält, der hat zumindest ein kleines Plus von 0,27% geschafft. Ja, wenn man die Währung abgesichert hat. Und das, glaube ich, ein wesentliches Thema, was wir uns klar machen müssen. Die Wertentwicklung, die Sie typischerweise in den Zeitungen lesen, die Sie im Internet natürlich betrachten, die sind typischerweise in Heimatwährung. Also sprich, der US-amerikanische Aktienmarkt, der wird im Dollar abgebildet, was natürlich logisch erscheint. Aber auch der weltweite Aktienmarkt, der ist sehr, sehr stark durch Fremdwährungen dominiert. Und was wir dementsprechend bei der Betrachtung einbeziehen müssen, ist die Währungsentwicklung. Und diese Währungsentwicklung, die war in der Vergangenheit häufig ein Anlass zur Freude, weil der Euro war schwach, die Europäische Union war eine Krisenregion, die Eurozone hat sich in vielen, vielen Bereichen, sei es politisch, sei es wirtschaftlich, betrachtet nicht mit Lorbeeren hier entsprechend dargestellt. Also der Euro war schwach und wenn man in ausländische Vermögensklassen investiert hat, dann kam zur Entwicklung der Vermögensklassen noch die Wertentwicklung hinzu, die man dadurch generiert hat, dass der Euro abgewertet und der Dollar aufgewertet hat. Und schauen wir das mal an für dieses Jahr, also für das Jahr 2017 und da sehen wir schon, der Euro hat gegenüber dem US-Dollar rund 14% aufgewertet und das ist natürlich durchaus eine signifikante Bewegung.
die wir hier sehen, besonders in einem Zeitraum von 12 Monaten. Und die Erklärungsansätze, die sind relativ vielfältig. Die meisten zielen allerdings darauf ab, warum der Euro eigentlich nicht so stark sein dürfte. Wenn Sie auf die Zinsdifferenz schauen, dann stellen Sie fest, in Amerika gibt es am kurzen Ende Zinsen. Amerika hat bereits Erhebungen beim Leitzins vorgenommen. Dementsprechend gibt es eine ordentliche Zinsdifferenz sowohl zwischen dem Euro Zins im kurzfristigen Bereich, als auch wenn Sie die Staatsanleihenrenditen vergleichen. Da war Deutschland bei 0, Eppes, die USA bei rund 2%, also eine Differenz von über 1,5%. Dazu natürlich, die Wirtschaft hat sich in Amerika bedeutend stärker gezeigt. Also viele, viele Gründe, die eigentlich dafür sprachen, dass der US-Dollar eben sich stärker präsentiert gegenüber dem Euro. Aber es kommt, wie es kommen muss. Wenn die fundamentalen Meinungen zu plausibel sind, dann sehen wir genau die gegengerichtete Entwicklung, und Sie sehen es eben hier, der Euro, die Krisenwährung Euro, hat gegenüber dem sicheren Hafen, dem US-Dollar, rund 14% aufgewertet. Und ich möchte Ihnen das nun mal zusammenbringen, diese auf der einen Seite sehr positive Entwicklung der Vermögensklassen, die davon profitieren, dass wir im Jahr 2017 endlich mal wieder einen globalen, synchronen wirtschaftlichen Aufschwung haben. Keine der großen 45 Volkswirtschaften im Abschwung. Wir haben gleichzeitig gesehen, dass die Zinsen global viel, viel zu niedrig sind für die positive wirtschaftliche Entwicklung. Wir sehen insgesamt eine Notenbankpolitik, die Netto-Liquidität ins globale Finanzsystem hier hineingeschossen hat. Also alles in allem eine Gemengelage, das sogenannte Goldilocks, das Goldlöckchen-Szenario, perfekt. Niedrige Zinsen, positives Wirtschaftswachstum, eine Inflation, die ein bisschen nach oben geht, die sich stabilisiert, aber nicht zu stark steigt, als dass man mit großen Bremsmanövern der Notenbanken rechnen müsste. Dazu sehr gute Daten von der Unternehmensseite, und alles in allem haben die harten Daten das bestätigt, was die Wertentwicklung der Aktien vorweggenommen haben, eben, dass es durchaus legitim war, hier von steigenden Aktienmärkten auszugehen, weil die wirtschaftlichen Daten haben das Ganze bestätigt. Und wenn wir das Ganze nur mal kurz im Detail betrachten, dann habe ich Ihnen das in einer vereinfachten Darstellung mal mitgebracht. Bin ja doch auch ein Freund von einfachen Themen. Man muss es nicht zu komplex machen. Und was Sie jetzt hier sehen, meine Damen und Herren, das sind vereinfacht gesprochen drei relevante Vermögensklassen. Sie sehen in diesem Türkisblau, also hier, da sehen wir die Wertentwicklung des globalen Aktienmarktes aus der Sicht eines Euroanlegers. Also positive Entwicklung des globalen Aktienmarktes, abzüglich dessen, was wir durch die Währungsaufwertung des Euros verloren haben. Die Nettoentwicklung in Euro-Perspektive eben betrachtet, war also 5,51 auf der Indexebene, also sprich auf der Ebene, die eigentlich gar nicht direkt investierbar ist, weil Sie können zwar einen ETF, einen Indexfonds kaufen, aber direkt im Index sind Sie natürlich nicht. Sie haben ein bisschen Kosten, Sie haben ein bisschen Verluste auch bei der Replikation, je nachdem, wie schwer der Markt abzubilden ist. Aber sei es drum, es ist ein illustratives Beispiel. Also, Sie sehen schon, die Entwicklung sieht schon ganz anders aus. Wir sind noch einstellig, aber durchaus in einem interessanten Niveau. Was Sie dann in dunkelgrün sehen, das ist der globale Anleihemarkt aus der Euro-Perspektive. Und da sehen Sie den Aspekt, den wir gesehen haben. Ups. Die globalen Anleihen sind unter Einbeziehung der Währungsentwicklung im Minus, also ein Beitrag von minus 6,3%. Nehmen wir das Edelmetall noch dazu, ebenfalls aus der Perspektive eines in Euro denkenden Anlegers, und da sehen Sie minus 1,1%. Also, wenn wir mal Aktien und Anleihen jeweils auf der globalen Indexebene als Referenz nehmen, was die sinnvolle Ausgangsbasis ist, dann noch Gold als Inflationsschutz oder Systemkrisenkomponente hinzufügen, dann sehen wir schon, dann haben wir eine sehr, sehr gemischte Entwicklung. Ich habe Ihnen das hier mal nochmal dargestellt in einem kleinen Sheet, in einem kleinen Excel-Sheet. Und hier sehen Sie Folgendes. Ich mache Ihnen das in der Anzeige noch ein bisschen größer, damit Sie mir gut folgen können. Und ich habe hier Folgendes gemacht. Sie sehen hier auf der einen Seite in der Spalte A sehen wir die Vermögensklasse. Und da habe ich vereinfacht gesprochen die globalen Aktien genommen, einmal mit Währungsabsicherung, einmal ohne. Für die Anleihen das Gleiche, einmal mit Währungsabsicherung und dann ohne Währungsabsicherung. Und das physische Edelmetall, das wird selten abgesichert, deswegen da habe ich die Währungsabsicherungskomponente herausgelassen. Und ich habe jetzt mal so einen typischen ausgewogenen Balanced-Anleger genommen oder durchaus auch die Benchmark. Wenn Sie einen ausgewogenen Mischfonds haben, dann ist das durchaus eine Orientierung für den Fondsmanager. Also wir schauen uns an, wir haben 45% unseres Vermögens in Aktien investiert, also wenn Sie sehen, jeweils hälftig mit und ohne Währungsabsicherung. Die anderen 45% stecken
Hälftig in Anleihen, einmal mit, einmal ohne Währungsabsicherung und 10% im physischen Edelmetall Gold. Und das ist das, was Sie in dieser Spalte B sehen. In Spalte C habe ich Ihnen die Entwicklung abgetragen. Und da sehen Sie schon, Moment mal, Aktien mit Währungsabsicherung, also rein auf Dollar betrachtet. Für die Profis unter Ihnen, ich habe die Kosten der Währungsabsicherung von rund 2% rausgelassen. Das ist jetzt nur zu illustrativen Zwecken hier. Dann sehen Sie hier, okay, ohne Währungseffekt in Dollar gerechnet, rund 20%. Ja, hätten wir den Währungseffekt eben nicht abgesichert, weil wir die Währung eben einfach gelaufen lassen haben, dann ist die Entwicklung noch 5,51%. Vereinfacht gesprochen, 5% von 20%, dann stellen Sie schon fest, 75% der Wertentwicklung auf Indexbasis in der Heimatwährung Dollar gerechnet, werden vernichtet durch die starke Aufwertung des Euros. Also so die Systematik. Gleiches gilt für die Wertentwicklung hier bei den Anleihen. Hätte man die Währung abgesichert und vereinfacht dargestellt, habe ich die Absicherungskosten weggelassen, dann habe ich noch ein Plus. Habe ich die Währung nicht abgesichert, habe ich ein Minus von 6,28%. Edelmetalle in Euro gerechnet minus 1,1%. Und was ich dann in der nächsten Spalte gehört habe, in der Spalte D, da sehen Sie eben, okay, wenn 22% meines Portfolios eine Entwicklung von 20% haben, dann ist das ein Ergebnisbeitrag von 4,52%. Also ganz klassische Grundrechenarten. Und wenn wir das alles hier entsprechend aufaddieren, dann stellen Sie fest, die Erwartungshaltung an einem global ausgerichtetes Portfolio, ein naives Portfolio, wo wir zur Hälfte in globale Aktien und in globale Anleihen investieren und gleichzeitig sagen, wir haben gar keine Meinung zur Währung, sondern wir reduzieren das Währungsrisiko und die Währungschance einfach pauschal um 50% im Verhältnis zur nicht gesicherten Variante, dann stellen Sie ja fest, die Erwartungshaltung an die Portfoliorendite wäre 4,37% gewesen. Wohlgemerkt auf nicht investierbarer Indexebene und vor allen Kosten. Kosten zum einen rund 2% Kosten für die Währungsabsicherung, für den währungsabgesicherten Teil. Und dazu natürlich noch die Produktkosten, weil auch wenn Sie Indexfonds, ETFs oder Zertifikate verwenden, haben Sie natürlich Produktkosten. Also das mal so als Orientierung und da stellen Sie schon sehr, sehr stark und schnell fest, das, was Sie auf der Indexebene sehen, was Sie in der Zeitung lesen, das hat in den vielen Fällen nichts damit zu tun, was der Anleger auf seiner privaten Ebene erfährt, weil wir haben hier eine individuelle Verteilung auf Aktien und Anleihen, wir haben individuelle Strukturierung, was die Währungsabsicherung betrifft und dementsprechend haben wir hier schon eine gewisse Bandbreite, aber die echten Ergebnisse sind in der Realität doch eben deutlich niedriger als diese Indexergebnisse, was einfach daran liegt, dass wir natürlich die Währungseffekte haben, die im Kalenderjahr 2017 sich mit extrem starker Auswirkung gezeigt haben. Also das ist ein Thema, was wir im Hinterkopf behalten müssen, wenn wir das Jahr 2017 hier entsprechend betrachten. Und übrigens auch, wenn Sie ausgewogene Vermögensverwaltung sehen oder Mischfonds, dann stellen Sie fest, dass die bei dieser Wertentwicklung relativ nah dran liegen. Also zum Beispiel einer der führenden Lieferanten für Fonddaten ist ja Lippe aus dem Hause Thomson Reuters. Dort liegt die Kategorie gemischte Fonds, ausgewogene Strategie bei 3,9%, wohlgemerkt nach Kosten und mit echten Wertpapieren. Wir hatten eben hier 4, etwas vor allen Kosten. Also Sie sehen schon, man kann hier auch sehr, sehr gut plausibilisieren, inwieweit Renditen angemessen sind, inwieweit vielleicht auch einzelne Wetten oder Klumpenrisiko zu einer sehr positiven oder sehr negativen Wertentwicklung führen. Und ich glaube, das ist ein Thema, was besonders in solchen Kalenderjahren ein sehr wichtiges Thema ist. Insbesondere, wenn wir uns heute Rankings anschauen oder irgendwelche Ranglisten, die immer zu Beginn des neuen Kalenderjahres kommen, wo ja dann die besten und schlechtesten Fonds, Vermögenswalter und Indizes prämiert werden. Also hier mal ganz genau schauen. Einen oder anderen Effekt konnte ich, glaube ich, jetzt verdeutlichen. Auf der anderen Seite, was wir auch gesehen haben, hier bewegen wir uns wieder auf der Indexebene des globalen Aktienmarktes, eben als Benchmark, eben eine sehr, sehr große Spreizung innerhalb der Sektoren. Das heißt, die Sektoren und auch die Aktien innerhalb der Sektoren, die haben sich immer unterschiedlicher bewegt. Also diesen Gleichlauf, den wir teilweise über Jahre hatten, dass quasi der Markt in Gänze nach oben oder nach unten lief, das hat sich ein bisschen auseinander bewegt. Die Fachleute sprechen von Korrelationen und dieser Gleichlauf, dieser statistische Zusammenhang, der hat sich im Jahr 2017 massiv reduziert. Sie sehen es, hier oben haben wir den Sektor IT mit einem Aufschlag von knapp 39%. Auf der anderen Seite sehen Sie Energy, das Plus nur rund 6%. Und Sie sehen schon, diese Spreizung ist sehr, sehr groß. Und das hat natürlich auch Auswirkungen, weil je nachdem, wie aktiv Sie sich in dem einen oder anderen Sektor positioniert haben,
haben Sie hier auch eine deutliche Differenz nochmal von der gezeigten Indexentwicklung. Also, das ist nochmal ein großes Thema. Die Korrelationen sind massiv gefallen und das hat eben auch dazu geführt, dass wir teilweise bei aktiven Managern bessere Wertentwicklungen sehen haben als auf Indexebene, weil eben die Manager hier entweder durch Glück, durch Zufall oder durch Talent die richtige Sektor- respektive Einzeltitelauswahl vorgenommen haben. Auch ein anderes Thema möchte ich nochmal mitbringen. Wir haben ja immer noch ein Nullzinsszenario. Also Mario Draghi hat sich ja jüngst geäußert und er sagt ganz deutlich, wir haben Rückenwind durch, sorry, Gegenwind durch den starken Euro. Wir sind nicht auf unserem Inflationsziel. Von Zinserhöhungen kann überhaupt nicht die Rede sein. Und das ist klar, wenn Sie auf die Notenbank schauen. Wir haben auf der einen Seite eine Inflation, die auf der Euro-Ebene unterhalb der Zielgröße liegt. Wir haben eine Kerninflationsrate, die noch deutlicher entfernt liegt. Wir haben Inflationserwartungen auf Basis der Marktkonsens und eingepreisten Werte, die auch unter 2% liegt. Also warum zur Hölle sollte die Notenbank, die auf dieses 2% Ziel fixiert ist, nun großartig an der Zinsschraube drehen? Also niedrige Zinsen werden uns erhalten bleiben. Warum erzähle ich Ihnen das an dieser Stelle? Weil man in diesem Niedrigzinsumfeld oft lesen konnte, Dividenden sind die neuen Zinsen. Sie wissen, wir sind schon immer ein starker Vertreter der Meinung, dass diese Aussage vollkommener Unsinn ist, weil die beiden Vermögensklassen, die Zinsen respektive Dividenden produzieren, erstmal nicht vergleichbar sind. Das eine ist Eigenkapital, unternehmerisches Produktivkapital, das andere ist Fremdkapital. Also wir haben eine ganz, ganz unterschiedliche Stellung überhaupt hier, einmal Gläubiger, einmal Eigentümer. Wir haben ganz unterschiedliche Entwicklungen, was die Stärke der Bewegungen betrifft und wir haben auch unterschiedliche Einflussfaktoren auf die Preise. Also das war vielleicht ein Marketingthema, was der ein oder andere da von Seiten der Finanzindustrie propagieren musste, aber inhaltlich natürlich vollkommener Blödsinn. Aber ich wollte Ihnen ja zeigen, was konnte im Jahr 2017 schiefgehen. Und was Sie hier sehen in Orange, das ist der MSCI World. Also nochmal unsere Benchmark für den globalen Aktienmarkt, weil auch das tut mir natürlich leid als deutscher Anleger, aber der deutsche Aktienmarkt macht rund 3% der globalen Aktienmarktkapitalisierung aus. Also auf gut Deutsch gesprochen, ein irrelevanter Markt. Und nur weil wir in Deutschland wohnen und die Unternehmen kennen, ändert das nichts an der faktischen Bedeutung. Also die Referenz, die Benchmark, der Vergleichsmaßstab für den globalen Aktienmarkt, das ist eben der MSCI World. Der ist sehr US-lastig, aber in den USA sitzen eben auch die von der Marktkapitalisierung her größten Unternehmen. Also soweit, so gut. Also was wir jetzt hier sehen, ist dieser MSCI World als Neutrallinie und dann schaut man einfach, wie stark war die Abweichung einzelner Anlagestile. Und hier sehen Sie das Thema Wachstum, da fallen zum Beispiel die Technologietitel drunter und dann sehen Sie hier das Thema die Unternehmen aus dem MSCI World Index mit einer besonders hohen Dividendenrendite und schauen Sie sich mal die relative Differenz an. Während hier die Wachstumstitel fast 10% besser gelaufen sind als der Index, ja, und der Index war ja fast 20% im Plus. Also, sie sind nochmal 10% besser gelaufen als der Index. Sehen Sie hier dieses Thema Hochdividendenstrategie, ja? Da sehen Sie, da sind Sie massiv drunter. Wir haben ein Delta von fast 25% zwischen dem Thema Fokus auf Dividendenstrategie und diesem Thema Fokus auf Wachstumswert. Und das ist natürlich noch ein großes Thema und das, obwohl wir diese Niedrigzinsphase nicht beendet haben. Also, von daher nochmal die klare Botschaft: Ich weiß, die Zinsen sind niedrig. Wir sehen Ausweichreaktionen in den Immobilienmarkt, in vielleicht auch teilweise unbekannte Vermögensklassen. Und das Thema Dividende ist vielen dann vielleicht doch noch eher ein Begriff als Senior Secured Loans oder Direct Lending oder infrastrukturbezogene Darlehen und was ja mittlerweile heute auch Privatanlegern so alles angeboten wird. Deswegen bin ich jetzt mal bei der Dividende geblieben. Da sehen Sie schon, ja, da haben Sie große Differenzen. Das Thema Divergenz zeigt sich aber noch in weiteren Segmenten. Und zwar ganz simpel, wenn wir wiederum auf der globalen Ebene schauen, Wachstumswerte im Vergleich zu den Substanzwerten. Substanzwerte, eben dieses Thema Value. Ich kaufe Unternehmen, die ein niedriges Kurs-Buch-Verhältnis haben, die gemessen an ihrem Aktienkurs eine sehr, sehr gute Substanz auf Basis der Bilanz aufweisen. So, und typischerweise würde man erwarten, dass diese sogenannten Value-Aktien langfristig besser laufen als Wachstumswerte. Und das haben wir jetzt mal wieder gesehen, dass das nicht der Fall ist. Sie sehen es hier im relativen Vergleich. Wir haben hier eine schwächere Performance der Value-Aktien von fast 8%. Und dementsprechend stellen Sie auch fest, es macht keinen Sinn, vom globalen Aktienmarkt zu reden, sondern man muss sich die verschiedenen Sektoren, die verschiedenen Anlagestile und die verschiedenen Faktoren hier eben auch genau
anschauen. Das bringt uns schon zum Zwischenfazit für das Jahr 2017. 2017 war ein sehr erfreuliches Jahr in den Kapitalmärkten. Man kann es nicht anders sagen. Die Gründe habe ich aufgeführt. Letztendlich haben die Kapitalmärkte das bestätigt oder vorweggenommen, was wir im späteren Verlauf an positiven Konjunkturdaten und an geringeren politischeren Risiken gesehen haben. Für uns als Anleger in der Eurozone massive Beeinflussung durch die Euro-Stärke. Sie haben es gesehen von der globalen Aktienmarktentwicklung, 75% aufgefressen durch die Euro-Entwicklung. Und wir hatten auch innerhalb der Aktienmärkte sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen, also sowohl auf Sektoren, Faktoren, Prämie als auch Anlagestil-Ebene. Und wenn wir uns das mal vergegenwärtigen, stellen Sie sich vor, Sie haben jemand, der sagt, wir sichern die Aktienquote nicht ab, weil Währungen kommen immer wieder zu ihrem Mittelwert zurück. Und wenn ich 10 Jahre lang meine Währungsschwankungen absichere, zahle jedes Jahr 1,5, vielleicht sogar 2% für die Währungsabsicherung, dann addiert sich das auf 10, 15, 20% Kosten auf, obwohl am Ende des Tages die Differenz sich über die Zeit quasi nivelliert. Also gebe ich Geld umsonst aus. Also sichere ich als Aktieninvestor meine Fremdwährungsposition nicht ab. So, jetzt stellen Sie sich das vor. Dann haben Sie schon mal durch die Währung ein massives Problem. Dann haben Sie vielleicht gesagt, Moment mal kurz, die Bewertungen, die sind mir ein bisschen zu hoch. Und wenn mir die Bewertungen zu hoch sind, dann setze ich doch auf den Anlagestil Value, also substanzwertorientiert, weil in einer Welt, wo uns die Zinsen fehlen, so ein bisschen als Orientierung, da ist doch die Bewertung, da ist doch günstig sinnvoll. Also haben Sie im Vergleich zum Index mehr Value, mehr Substanz gekauft. Im Ergebnis, Sie stellen es fest, haben Sie damit eine Wertentwicklung, die bei quasi null liegt. Wenn Sie sich große dividendenorientierte Fonds beispielsweise anschauen, dann haben die genau das getan, was sie sollten und was auch für langfristige Anleger Sinn macht. Das Ergebnis im Kalenderjahr 2017 war aber ein Ergebnis, was leicht negativ war oder vielleicht 1% im Plus. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn Sie als Anleger sagen, ich möchte 50% Aktien haben in meinem Portfolio und dann haben Sie vielleicht die Hälfte dieser Aktienquote in sehr stark defensiven und dividendenorientierten Strategien. Und dann stellen Sie am Ende des Jahres fest, Moment mal kurz, der Aktienmarkt ist doch gestiegen global um 20%. Aber wieso ist meine Aktienquote oder meine Rendite, obwohl die Aktienquote bei 50% lag, denn so niedrig? Und dann liegt es genau in diesem Aspekt, den wir hier beschrieben haben. Deswegen der reine Blick auf die Indexentwicklung, der ist in der heutigen Zeit nicht ausreichend. Wir haben heute die Möglichkeiten und die Werkzeuge, Fonds, Indizes und so weiter sehr transparent zu durchblicken, eine Portfolioanalyse über die komplette Bandbreite zu machen. Und das muss man in der heutigen Zeit einfach tun, um zu verstehen, warum sich das Portfolio verhält, wie es sich zum Beispiel im Kalender 2017 verhalten hat. Und wenn wir nun davon ausgehen, dass wir nach vorne hin feststellen müssen, dass wir doch vielleicht Überraschungen auf der Inflationsseite bekommen, dass wir vielleicht im Verhältnis zu den Erwartungen aus den Jahren direkt nach der Finanz- und Hypothekenkrise die Feststellung haben, dass wir doch mal wieder Wachstum bekommen. Man geht von einem Wachstum von rund 4% für die globale Wirtschaft aus im Jahr 2018. Dann muss man sich natürlich die Frage stellen, ob einzelne Vermögensklassen, respektive einzelne Segmente innerhalb dieser Vermögensklassen, nicht so gepreist sind, als würden wir nie mehr Inflation bekommen, als würden wir nie mehr echtes Wachstum bekommen und als würden die Notenbanken nie mehr ihre Geldpolitik ändern. Und das ist meines Erachtens das große Thema. Dieses Jahr 2017 war schon mal ein Vorgeschmack darauf, was man falsch machen kann. Aber bisher ist ja nichts passiert. Man hat vielleicht ein bisschen Rendite liegen lassen, aber man hat jetzt nicht in eine Krise hinein extreme Klumpenrisiken im Portfolio gehabt. Also momentan hat sich eine unausgewogene Portfoliokonstruktion darin ausgewirkt, dass man nicht die Renditen verdient hat, die der Kapitalmarkt geboten hat. Ärgerlich, aber natürlich bei weitem nicht so schlimm, wie wenn Sie wirklich in eine zins- und inflationspolitische Wende reinlaufen und ein sehr, sehr einseitiges Portfolio haben, was für die Jahre 2009 bis 2016 super war, aber was für die Zeit 2017 fortfolgende bei weitem zu einseitig aufgestellt ist. Deswegen, das Aktienportfolio ist unbedingt auf seine Zusammensetzung hin zu analysieren. Wie kann so eine Analyse aussehen? Ich habe sie mal bewusst auch mal mitgebracht, gar nicht mal nur auf dem Aktienportfolio oder auf aktiv oder passiv, also aktiven Fonds oder einen passiven ETF. Sie sehen, hier haben wir einen ETF, der auf US-Anleihen setzt. Hier haben wir einen Mischfonds aus dem genossenschaftlichen Sektor. Hier haben wir einen Value-ETF mit US-Aktien, einen globalen Aktienfonds,
hier einen globalen Aktienfonds aus dem Sparkassenlager, einen deutschen Fonds aus dem Sparkassenlager. Was Sie hier sehen, aktiv, passiv, verschiedene Gesellschaften. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, Sie sehen, es ist fast alles rot, dann stellen wir fest, wir haben zwar eine Anzahl von 6 Titeln im Portfolio, mit Sicherheit hunderte von verschiedenen Wertpapiernummern innerhalb dieser Fonds. Nur wenn Sie sich das Portfolio insgesamt anschauen, dann stellen Sie fest, ups, die laufen ja mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung. Und das ist natürlich ein großes Problem. Deswegen hier mal der Ausschnitt aus dem Thema Depotanalyse, wie wir es heute durchführen. Die Analyse geht aber noch weiter. Es geht um die Überschneidung. Es ist jetzt ein echtes Beispiel von einem Kunden von uns, der hat rund 13 ETFs sich in der Vergangenheit ausgewählt und sagt nun, Moment mal, irgendwie verstehe ich die Wertentwicklung meines Portfolios nicht. Ich habe günstige Portfolios gekauft, günstige ETFs, habe das so ein bisschen mit so einem Online-Tool abgebildet, aber irgendwie meine Wertentwicklung läuft gar nicht so, wie ich mir das erwarte. Und jetzt sehen Sie mal hier, wir haben uns das mal angeschaut und dann sehen Sie mal rund 2% seines Portfolios. Wir reden über 13 global verteilte ETFs. Rund 2% des Portfolios stecken in der Bayer AG Aktie. Ja, Sie sehen, wie sich das aus den einzelnen Fonds hier zusammensetzt. Rund 1,8% stecken in der SAP, 1,5 in der Allianz, 1,3 in der BASF, 1,22 in der Siemens. Also, obwohl er dachte, er hat über die ETFs ein globales Portfolio, stellen wir doch hier fest, dass die 5 Top-Aktien witzigerweise alle wiederum aus Deutschland sind, was aufgrund der Zusammensetzung seiner Fonds und ETFs hier dann eben auch nochmal zustande kommt. Also das ist ein wichtiges Thema und Sie sehen schon, wenn Sie das mal aufaddieren, 2,1 plus 1,8 sind 4, plus 1,5 sind 5,5, plus die 1,3 sind 6,8, indem wir das dazu sind wir bei 8%. 5 einzelne Aktien dominieren 8% des Portfolios. Und es sind nicht die Art von Aktien, die den globalen Aktienmarkt dominieren, weil im globalen Aktienmarkt würden wir uns eine Apple vorstellen, eine Alphabet, eine Amazon und die fehlen hier komplett. Das heißt, obwohl wir eine Streuung haben über aktive und passive Fonds, unterschiedliche Gesellschaften bei unterschiedlichen Banken, haben wir ein Portfolio, was weit davon entfernt ist, einen guten Diversifikationsgrad aufzuweisen. Also das muss man sich entsprechend hier anschauen. Kommen wir kurz zur aktuellen Situation an den Kapitalmärkten. Diese Grafik kennen Sie, wenn Sie im Dezember an unserem Kapitalmarkt oder im November an unserem Kapitalmarktdialog teilgenommen haben. Was man hier gesehen hat, war das, ich glaube sogar erstmals in der jüngeren Geschichte, oder auf jeden Fall erstmals in der jüngeren Geschichte, aber dass Sie sehen, dass die realisierte Schwankungsbreite von Aktien, wir sind wieder auf globaler Indexebene, sowohl für Aktien als auch für Anleihen, die war geringer als die realisierte Volatilität des Anleihenindex. Also ein ad absurdum, dass Aktien weniger geschwankt haben als Anleihen. Das zeigt, wie anormal oder unnormal das Jahr 2017 war. Und dass eben genau dieses Thema nochmal darstellt, auf Sektorenebene hatten wir relativ viel Bewegung, aber auf der aggregierten Indexebene haben Sie diese Bewegung nicht gesehen. Dazu eine Volatilität, die historisch einmalig war. Und dass diese Situation nicht ewig bleiben kann, das haben wir auch mehrfach geäußert. Man weiß nie, wann sich es ändert, aber dahingehend, dass der Markt sich jetzt bewegt, das ist keine große Überraschung. Warum er sich so stark bewegt, das werde ich Ihnen gleich erläutern. Also, was Sie hier sehen, ist der VIX-Index. Der VIX-Index ist ein Indikator für die erwartete Volatilität für den Dow Jones 30. Das ist ein US-Index, auf den man immer noch schaut, obwohl die Kriterien, wie der Index berechnet wird, ein bisschen merkwürdig sind, obwohl vielleicht der S&P 500 aufgrund seiner Zusammensetzung und der größeren Anzahl von Titeln viel geeigneter wäre. Aber sei es drum, man schaut immer noch auf den Dow Jones 30 auch mit. Und Sie sehen es hier in Orange dargestellt, die 200-Tageslinie. Das heißt, die Volatilität, die ohnehin schon auf einem historisch niedrigen Niveau war, die ist im Jahr 2017 nochmal weitergefallen. Und es gab jetzt eben auch Anlagestrategien, die darauf gesetzt haben, dass man diese Volatilität verkauft hat. Das heißt, man hatte die Thematik, dass die Volatilität, die hat eine ähnliche Struktur wie die Zinsstrukturkurve, dass man sagt, okay, die Volatilität in der Zukunft ist höher als die Volatilität heute. Und das konnten Sie über gewisse Anlagestrategien, konnten Sie dementsprechend hier eine gewisse Rendite generieren. Und das über eine Zeit lang ja fast risikolos. Also man hat quasi Versicherungen verkauft, 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 hat Prämie bekommen, Prämie bekommen, Prämie bekommen. Es gab lange kein Schadensereignis. Und jetzt kam der Riesen-Hurricane. Wir haben gesehen, die Volatilität geht massiv nach oben. Dann müssen Positionen rückabgewickelt werden. Manche Produkte, Zertifikate, die diese Strategien abbilden, die diese Short-Vola-Thematik abgebildet haben, die sind quasi implodiert, also die sind quasi über Nacht gar nicht mehr vorhanden und es zeigt schon, wie stark diese Bewegung hier war und dann haben wir ein selbstverstärkendes Moment hier entsprechend auch
entsprechend mit drin. Was ist dann der wesentliche Aspekt, warum der Markt jetzt mal relativ schnell 10% korrigiert, was ungewöhnlich ist, besonders natürlich für die US-Märkte? Also, wir haben typischerweise zwei große Vermögensklassen. Das sind Aktien und das sind Anleihen. Und normalerweise wir erwarten, dass wenn die Konjunktur gut läuft, wenn die wirtschaftlichen Entwicklungen positiv sind, dann werden Aktien besser laufen und Anleihen werden schwächer laufen. Geht es der Konjunktur schlecht oder ist die Erwartung an die konjunkturelle Entwicklung schlecht, dann werden Anleihen besser laufen als Aktien. Also man erwartet eigentlich, dass die unterschiedlich laufen und dass insbesondere sichere Staatsanleihen sich dann stark entwickeln, wenn es zu wirtschaftlichen Problemen kommt oder wenn die Marktteilnehmer sich Gedanken über den Zustand des Finanzsystems machen. Jetzt hatten wir als Ergebnis, als Konsequenz der Finanzkrise, wo sich ja manche Aktienmärkte mehr als halbiert haben, die Situation, dass wir seit März 2009 einen sehr, sehr starken Aufwärtstrend mit kleineren Unterbrechungen am Aktienmarkt hatten. Also wir haben steigende Aktienkurse gesehen. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass durch die Geldpolitik und durch die Stimulation über niedrige Zinsen und Anleiheaufkaufprogramme auch die Renditen der Anleihen gefallen sind. Das heißt, wir hatten Kursgewinne bei Anleihen, Kursgewinne bei Aktien und gleichzeitig eine immer geringere Volatilität. Und dazu noch das Thema Korrelation, also diesen Gleichlauf auf einem ganz angenehmen Niveau. Was ist jetzt passiert innerhalb von wenigen Handelstagen? Aktien fallen, Anleihen fallen, gleichzeitig steigt die Schwankungsbreite und die Korrelation verändert sich. Dann führt es dazu, dass Risikomanagementsysteme sehr, sehr schnell Positionen schließen. Das sind Fonds, sogenannte Risk Parity Fonds. Die versuchen, Risikogleichgewichtsmodelle zu fahren. Das sind aber auch trendfolgende Modelle und, und. Also vielen Systemen, die handeln hier sehr, sehr ähnlich. Und da die meistens auf Indexebene basieren, weil sie ihre Strategien über Index-Futures darstellen, kommt es, wie es kommen muss. Man schließt Positionen, man schließt Long-Positionen oder öffnet Short-Positionen im Index. Gleichzeitig haben ja viele Anleger auch indexnah investiert über ETFs. Und auch aktive Aktienfondsmanager orientieren sich ja sehr stark an Indizes, weil sie insbesondere im institutionellen Bereich nicht zu stark von diesem Index abweichen dürfen. Also für dieses Risikomanagement, das viele Parteien betreiben, dazu, dass wir den Markt insgesamt gemeinsam schnell und hart nach unten prügeln. Und das führt zu dieser harten und schnellen Bewegung. Weil eins ist auch klar, die Argumente, die wir schon seit Wochen diskutieren, darüber, dass der Aktienmarkt insbesondere in den USA sehr teuer bewertet ist, anhand von sehr, sehr vielen Indikatoren. Ja, das ist ja nichts Neues. Dass die amerikanische Wirtschaft höhere Zinsen verkraften kann als 2% bei der 10-jährigen Staatsanleihe, auch das ist doch nichts Neues. Und dass der Chef der Notenbank wechselt und wir jetzt hier einen neuen Ansprechpartner haben, ist auch irrelevant, weil wir hier auch eine geldpolitische Taube haben und dementsprechend wird es mit dem Wechsel weg von Janet Yellen hin keinen großen Unsicherheitsfaktor für die Märkte geben. Also es gab eigentlich in den letzten Tagen nicht wirklich viel an neuen fundamentalen Informationen. Was sich ändert, und das haben wir ja häufig gesagt, ja, einige Märkte sind definitiv gemessen am Vergleichen, gemessen an historischen Standards überbewertet. Aber das wird die Marktteilnehmer so lange nicht interessieren, wie die Schwankungsbreite niedrig ist und die Kurse steigen. Jetzt haben wir dieses Event gesehen, die Kurse sind schnell und hart gefallen. Jetzt schaut man auch wieder auf die fundamentalen Begründungen. Die fundamentalen Begründungen, ich habe es Ihnen hier mal mitgebracht, Sie sehen, die Rendite der Staatsanleihen hat sich massiv verändert in den USA. Waren wir noch in 2017 bei rund 2%, sind wir jetzt bei rund 2,8%. Also ein Anstieg von 0,8%. Man könnte aber auch sagen, die Rendite der Staatsanleihen ist um 40% gestiegen. Und auf einmal sagt man, Moment mal kurz, haben die US-Unternehmen nicht zu viel Schulden? Wie soll es eigentlich werden, wenn die Steuerausfälle der USA durch steigende Anleihenemissionen kompensiert werden müssen? Dann müssen doch eigentlich auch die Renditen steigen. Und werden die Anleihegläubiger nicht höhere Renditen fordern, wenn die Inflation steigt? Und die jüngsten Lohnsteigerungen sprechen ja für eine höhere Inflation in den USA. Und auf einmal werden diese fundamentalen Themen, die seit Monaten bekannt sind und diskutiert werden, ja, die werden auf einmal als Thema genommen, um diese Marktbewegung hier zu erläutern. Und deswegen ganz klar, der Grund für die Marktbewegung ist eher auf der technischen Seite zu sehen. Stichwort Risikomanagement, automatisierte Handelsmodelle, Robo-Advisor, die gleichgerichtet handeln, das ganze Thema Indexfonds, ETFs, dieser Herdentrieb, den wir haben, der auch durch die Regulatorik noch verstärkt wird, weil man einfach sagt, ups, die Kostentransparenz steigt und ich bin doch ein guter Berater, wenn mein Kunde die niedrigsten Kosten hat.
Hier muss man sich die Frage stellen, ist die Aufgabe des Beraters damit erfüllt, ein reines ETF-Portfolio zu bauen? Oder muss man sich auch sagen, ja, wir können dir ein extrem günstiges ETF-Portfolio bauen mit 0,2% Kosten. Das können wir Ihnen auch problemlos jederzeit bauen. Ja, aber vielleicht muss man auch diskutieren, welche Probleme in einem ETF-Portfolio stecken. Beziehungsweise, wenn ich nur ETFs einsetze, dann muss ich auch die Instrumente der Portfolioanalyse nutzen, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe, weil nur so erkennen Sie auch die Klumpenrisiken. Ansonsten haben Sie 10 ETFs, die mehr oder weniger alle in die gleiche Richtung laufen und dann haben Sie im Krisenfall überhaupt nichts gewonnen. Also, steigende Renditen haben viele überrascht. Auf der anderen Seite auch ganz klar, dass der Wohlstand in den USA, gemessen an der privaten Seite, hat sich sehr, sehr stark von der Wirtschaftsleistung der USA entkoppelt. Man begründet das mit den niedrigen Zinsen. Sie alle kennen diese Verteilungsdebatten auch, da will ich gar keine Stellung zu nehmen. Aber Sie werden jetzt merken, dass diese Themen, die Sie ohnehin schon kennen, teilweise über 18, 24 Monate, die werden jetzt rausgekramt, weil die Kurse gefallen sind, um diese Kursbewegung zu erklären. Und da sage ich Ihnen, nein, der Grund für die Kursentwicklung ist erstmal eher technisch bedingt, wie ich es eben ausgeführt habe. Wir bekommen jetzt mehr Diskussionen über fundamentale Themen und das ist auch gut so, weil einfach manche Vermögensklassen sich zu weit von der realen Betrachtung, von dem wirtschaftlich und ökonomisch sinnvollen Preis entfernt haben. Deswegen die Risikoprämie bei Aktien schmilzt. Deswegen habe ich Ihnen das auch mal mitgebracht. Sie kennen das, was Sie hier oben sehen. Das ist jetzt für den S&P 500 als globalen Leitindex. Die Gewinnrendite ist das umgekehrte Kursgewinnverhältnis. Beim Kursgewinnverhältnis wissen Sie, je höher, desto teurer, ganz vereinfacht gesprochen. Also die Gewinnrendite ist genau der Umkehrbruch, wenn man es so formulieren will. Und auf der anderen Seite sehen Sie hier die reale Rendite, also die nominelle Rendite von Staatsanleihen abzüglich der Inflation. Und Sie sehen, die reale Rendite von 10-jährigen Staatsanleihen steigt. Gleichzeitig fällt im Endeffekt die Gewinnrendite von Aktien. Das heißt, die Differenz zwischen der Risikoprämie für das wachstumsreichere und risikobehaftetere Asset, eben die Aktie, zur defensiven Anleihe, diese Differenz wird eben geringer. Man bekommt die Übernahme des unternehmerischen Risikos schlechter bezahlt. Und das ist ein Punkt, auf den jetzt auch viele Marktteilnehmer schauen werden, nach dem Aspekt, den wir eben haben. Man wird schauen, Moment mal kurz, welche Bewertungen sind gerechtfertigt, welche nicht. Also, das ist ein Thema, was natürlich hier auch zu beachten ist. Das macht natürlich immer Sinn, sich auch Aktienmärkte anzuschauen und zu überprüfen, wie hoch ist denn die Aktienrisikoprämie, sowohl für den Aktienmarkt in seinem historischen Kontext im Vergleich zu anderen Aktienmärkten, aber auch natürlich zu den Anleiherenditen für das jeweilige Land. Also es macht keinen Sinn, die Anleiherenditen von Simbabwe mit der Gewinnrendite des US-Aktienmarktes zu vergleichen, sondern Sie müssen natürlich hier die entsprechend passenden Bereiche miteinander vergleichen. Hilft Ihnen nichts für eine kurzfristige Timing-Entscheidung, ist aber ein interessantes Thema für langfristige Kapitalmarktthemen, für die Erwartungshaltung an Renditen und natürlich auch für die strategische Vermögensstruktur, wo Sie doch viel, viel mehr positiv bewegen können, als heute zu schauen, ob der DAX jetzt 1,5% plus gemacht hat oder eben nicht. Die handwerkliche Seite, die wir noch berücksichtigen müssen, natürlich die Frage, jetzt bekommen wir so ein bisschen Normalisierung in den USA, ausgelöst durch was auch immer. Die Kernfrage ist, wo sind denn momentan noch Anomalien? In der Eurozone muss man sagen, wir haben einen der verzerrtesten Zinsmärkte der Welt. Und das habe ich Ihnen mal hier dargestellt. Was Sie in dunkelblau sehen, das ist die Rendite von Hochzinsanleihen. Also wie viel Rendite zahlt der Sektor der Hochzinsanleihen, der im Verhältnis zu den Top-Schuldnern eben schwächeren Bonitäten. Dieses Orange zeigt Ihnen die aktuelle Dividendenrendite zum konkreten Zeitpunkt für den breiten europäischen Aktienmarkt. Und wir würden natürlich immer erwarten, dass die Dividendenrendite des Aktienmarkts deutlich niedriger ist, ja, also die orange Linie, als die Rendite der Hochzinsanleihen. Also dass die blaue Linie immer deutlich oberhalb der orangen ist. Und was Sie jetzt feststellen ist, das hat sich so sehr eingehängt, hier unten haben wir eben mal die relative Differenz abgetragen in grün, dass wir sogar kurzfristig die Thematik hatten, dass die Dividendenrendite, die natürlich nicht sicher ist, und Aktien und Anleihen sind verschiedene Vermögensklassen, aber dennoch, dass diese Dividenden- und Hochzinsanleihenrenditen so verzerrt waren, dass die Dividendenrendite höher war als die Rendite von Hochzinsanleihen. Und das zeigt, wie massiv verzerrt der Anleihemarkt im Euroraum ist. Und das ist ein Beispiel für eine Anomalie, wo wir auch im Portfolio-Kontext uns klar machen müssen, welches Risiko bekommen wir für die Vermögensklasse in ihrem historischen Kontext, aber auch im Vergleich zu anderen Vermögensklassen aktuell noch bezahlt. Und die Quintessenz, die habe ich Ihnen auch mitgebracht, unsere Meinung, die sieht so aus: Kreditrisiken werden aktuell
sehr, sehr schlecht bezahlt. Deswegen vermeiden wir Kreditrisiken, lieber kurzfristige Staatsanleihen bester Bonität, weil die Kreditrisiken schlecht bezahlt werden. Im Aktienmarkt, auch das ganz klar, sind wir weiterhin auf den Quoten, die für den individuellen Kunden, für seine strategische Struktur sinnvoll sind. Also, wenn jemand langfristig eine Aktienquote von 50% verträgt, weil es seiner finanziellen Risikobereitschaft, seinem Anlagehorizont entspricht, dann macht es keinen Sinn, aktuell von dieser 50% Aktienquote abzuweichen, weil dazu ist das konjunkturelle Umfeld noch zu gut. Wir müssen auch schauen, ob die Zinserhöhungen, wie sie kommuniziert werden oder angenommen werden, auch wirklich so kommen, weil wir dürfen nicht vergessen, die Demografie, die Digitalisierung und auch andere Faktoren sprechen ja eher dafür, dass wir einen Deckel auf den, zumindest auf den Realzinsen haben und dementsprechend, wie gesagt, aus unserer Perspektive Kreditrisiko meiden, Aktienquote auf dem strategischen Niveau halten und dementsprechend innerhalb der Aktienquote das Handwerkliche erledigen. Das habe ich Ihnen ja im ersten Teil des Webinars gezeigt. Also Zwischenfazit zur aktuellen Situation. Wenn Aktien und Anleihen in die gleiche Richtung gehen und gleichzeitig die Volatilität steigt, dann regiert das Risikomanagement. Ich sage bewusst regiert, nicht reagiert, sondern regiert. Dann regiert das Risikomanagement über den Abbau von Positionen, über die Terminmärkte mit entsprechenden Auswirkungen auf den Gesamtmarkt. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir als Anleger und die Presse und alles, wir reagieren lediglich auf die Reaktion des Risikomanagements. Deswegen schauen Sie da einfach weniger hin. Und die zunehmenden Investitionen in Indexfonds, Terminmarktinstrumente und ähnliches, ja, so transparent, günstig und schnell die auch sind, auch gerade Futures, sehr, sehr gute Instrumente, um mal schnell Marktabhängigkeit auf- und abzubauen. Die Indexfonds basieren natürlich auf den gleichen Indizes wie die Terminmarktinstrumente. Und das verstärkt natürlich die Ausschläge. Wenn alles liquider und handelbarer ist, dann ist es auf der einen Seite bequem, auf der anderen Seite steigt natürlich die Transparenz und noch deutlicher werden natürlich die Ausschläge, die man fundamental gar nicht mehr sinnvoll erklären kann. Deswegen ja der Rückgriff auf irgendwelche fundamentalen Diskussionen, die wir vor einigen Wochen bereits hatten und die damals überhaupt niemand im Sinne der Entwicklung interessiert haben. Also fundamental hat sich in den letzten 10 Tagen nichts verändert. Dementsprechend, wir bleiben auf der strategischen Allokation, was die Aktienquoten hier entsprechend betrifft. Bewertungsfragen interessieren so lange nicht, wie die Märkte nicht fallen. Im Dezember haben wir es angesprochen, jetzt haben wir die Marktreaktion gesehen. Auch das natürlich ein Thema. Wir können Bewertungsfragen aufwerfen und diskutieren, aber auch wir können natürlich nicht prognostizieren, wann der Markt sich diese Bewertungsfragen anschaut, weil auch das Event, was wir jetzt gesehen haben, diesen Rückgang jetzt, ist ja wie gesagt durch etwas ausgelöst, was nichts mit etwas zu tun hat, was Sie als Anleger irgendwie antizipieren können, es sei denn, Sie können die Zukunft vorhersagen und da sind wir uns, glaube ich, einig. Das kann keiner von uns. Gibt immer den einen oder anderen, der schon aus dem Fenster lehnt und dann recht hat. Der ist dann mal für 3, 4 Jahre Experte und dann kommt eben der nächste Experte, wenn Sie 1000 Experten haben. Irgendeiner hat immer mal eine extreme Meinung und hat recht und dann zieht man den eben ins Fernsehen. Aber das ist nichts, mit dem Sie eine Anlagestrategie hier sinnvoll und für Sie langfristig aufbauen können. Jetzt kommt noch was sehr, sehr Positives. Und zwar, wir werden oft gefragt, naja, ich würde mich ja mal gern von euch beraten lassen, aber ich bin seit 20 Jahren Kunden bei der Sparkasse oder ich bin Kunde bei der Commerzbank oder meine Eltern sind bei der Deutschen Bank, die wollen da nicht weg. Könnt ihr uns beraten? Bisher war das sehr schwierig, weil wir hatten die Daten nicht. Ja? Bei großen Mandaten war es möglich. Man hat sich die Daten bei einer Informationsvollmacht geholt. Händisch, hat sie händisch im System verarbeitet. Das ist natürlich aufwendig, es ist teuer. Dementsprechend geht das nur bei großen Mandaten, tendenziell Mandaten eben im siebenstelligen Bereich. Digitalisierung, sei Dank, gibt es nun die Möglichkeit, dass Sie bei Ihrer Hausbank bleiben können. Wir haben es hier mal aufgeführt, ein Beispiel. Der Kunde ist bei der ING DiBa als Direktbank, ist bei einer Sparkasse und bei einer Volksbank vor Ort und hat dazu noch seine Investmentfonds bei einer Allianz in einer fondsgebundenen Versicherung. Wir haben nun die Möglichkeit, Ihnen über ein Werkzeug, über ein Tool, bei dem Sie vollständig die Datenhoheit behalten, hier Ihre Kontodaten zusammenzufassen. Wichtig an dieser Stelle, weder der Dienstleister, der die Daten aggregiert, der kann Ihre Daten gar nicht sehen, weil der holt die Daten verschlüsselt ab. Und wir können nur die Daten sehen, die Sie uns freigeben. Also wenn Sie sagen, in einem konkreten Beispiel, ich habe ein Depot bei der DiBa, da habe ich eine ETF-Strategie. Dazu würde ich mich gern beraten lassen. Aber mein Depot bei der Deutschen Bank und meine Immobilien, die sollen die bitte nicht sehen. Dann können Sie im System sagen, bitte ausblenden. Wir sehen dann zwar, dass Sie etwas ausgeblendet haben, aber nicht, um was für eine Art von Vermögenswert es sich handelt. Also ist das ein Depot, ist das ein Aktienkonto? Das sehen wir nicht und wir sehen auch keine Höhe. Und das ist ein sehr, sehr schönes Thema, weil es uns erstmals ermöglicht, Kundengruppen,
die bei ihrer bestehenden Hausbank, Direktbank, Privatbank bleiben wollen, sie aber trotzdem von uns beraten lassen wollen, die eine zweite Meinung zu ihrer aktuellen Vermögens- und Depotstruktur suchen, sich hier beraten zu lassen und noch dazu von uns ein sehr, sehr leistungsstarkes und bankenunabhängiges Tool bekommen, mit dem man hier die komplette Vermögensstruktur darstellen kann. Also tolle Entwicklung, endlich auch mal Digitalisierung mit Mehrwert und nicht nur 140 Zeichen, die ein US-Präsident da so sinnlos durch die Lande schickt. Also wirklich ein schönes Thema, weil wir bekommen hier wirklich auch eine Demokratisierung und mittlerweile Beratungsleistung für Vermögensstrukturen hin, die früher wirklich Millionenvermögen bedarf haben, was heute durch die Digitalisierung eben für fast jede Portfoliogröße darstellbar ist. Also tolles Thema. Bleiben Sie bei Ihrer Hausbank oder Direktbank, lassen Sie sich von uns unabhängig beraten und zudem bekommen Sie noch ein Werkzeug, was Ihnen Ihre Vermögensstruktur auf Tagesbasis mit Übernachtaktualisierung transparent abbildet, auf Bilanzbasis mit Auswertungen nach Ehepartner, nach Ehemann, nach Regionen, nach Bankverbindung, nach was auch immer Sie hier auswerten können. Also tolle Sache, das wollte ich noch ansprechen, weil das natürlich ein wichtiges Thema. Wie erreichen Sie uns? Ganz klar. Unsere Kontaktdaten sind bekannt, sei es telefonisch oder per Mail. Im Nachgang natürlich die Möglichkeit, noch hier Fragen über das Feedback-Formular hier entsprechend zu stellen. Ja, meine Damen und Herren, ich würde dann jetzt die offizielle Aufzeichnung beenden. Darf all diejenigen, die uns jetzt verlassen, bereits einen schönen Abend, eine gute Heimfahrt wünschen. Und für alle anderen jetzt ein guter Punkt, um noch auf die Fragen einzugehen. Ich sehe, es ist eine relativ lange Liste an Fragen gekommen. Aber wie gesagt, wir beenden erstmal die Aufzeichnung und diskutieren die Fragen jetzt natürlich anonym im kleinen Kreis.